Wenn wir nämlich jetzt hier in den Schalter direkt so an so einem blöden Klotz haben, das sieht ja voll ätzend irgendwie auf Dauer aus, finde ich. Also, machen wir folgendes, den Holzblock weg. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu Folge 145 des Minecraft PE Let's Plays. Ja, wir sind hier bei dem Pool wieder stehen geblieben. Oh Mann, das dauert aber auch Ewigkeiten hier, ne, bis man da mal vorankommt. Jetzt brauchen wir erstmal die Spitzhacke, weil jetzt... Okay, die Spitzhacke. Also wir brauchen jetzt hier erstmal eine Schaufel, weil hier Erde wieder drin ist. Und zwar versuche ich das jetzt echt mal... Ah, das bringt aber auch nichts. Ich bin so blöd. Das bringt doch gar nichts, wenn ich hier eine Fackel setze. Doch, das bringt was. Also nochmal, Moment, stopp. Oh, ey. Brand der Profi, total. Also nochmal hier überall den ganzen Kram wegmachen. Hier zack, Spitzhacke. Und gleich haben wir es dann auch schon, wenn wir jetzt hier auch noch einen Stein wegbauen. Und zwar wenn wir nämlich jetzt hier, jetzt kommt der Clou, wir bauen jetzt hier erstmal Redstone. Oh Gott, was war das denn? Ich höre ja schon wieder Geräusche, das ist voll komisch. Wir bauen jetzt hier erstmal im untersten Block bauen wir eine Redstone-Fackel hin. Da drüber die Redstone-Lampe, das sollte eigentlich klappen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier die Fackeln, genau. Ich setze hier jetzt mal überall rein, dass wir schon mal die hier haben. Zack. Und... Zack. Und hier auch natürlich. Zack. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Zack. Nein! Mann, komm schon. Mensch. Also nochmal zack. Und zack. Und jetzt haben wir es gut. Und jetzt kommen hier, zack, die Lampen und gucken schon sind sie an. Das ist nämlich der Clou. Und jetzt dürfte auch nichts passieren, wenn wir Wasser rübergießen. Und das ist natürlich schon mal geil. Ich meine, die Lampen sind jetzt ständig an, weil wir haben jetzt hier nichts schön verkabelt. Das ist jetzt nur so eine 0815 Lösung. Aber das kriegen wir auch schon noch irgendwie hin. Hier müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hier am besten machen, weil... Doch, das geht auch. Das geht auch perfekt. Hier können wir auch sagen, zack und zack. Und machen dafür jetzt hier einmal zack und einmal zack. Und dann machen wir das gleiche hier nochmal. Es wird auch langsam wieder Nacht. Das ist natürlich perfekt. Das passt super. Weil dann können wir es auch gleich testen. Hier auch nochmal zack, zack und zack. Und da kommen wir auch nochmal zack, zack und zack Lampen rein und dann das gleiche hier auch nochmal. Ja, natürlich müssen wir den Pool erstmal wieder auffüllen, das wird natürlich jetzt auch wieder ein Spaß. Aber wenn wir nämlich jetzt sagen, hier Redstone-Fackel und jetzt hier Redstone-Lampe. Yay, so jetzt haben wir Redstone, die sind echt heller. Ich glaube, die sind wirklich heller. Zumindest, na gut, das können wir erst richtig sehen, wenn das Wasser wieder drin ist. Also für uns heißt es jetzt wieder Wasser holen. Komm, ich fange jetzt mit einem Eimer an, das ist mir jetzt Wurst, weil das wird ja sowieso klappen. Ich mache das jetzt wieder von unten. Ich glaube, man kann auch irgendwie von der Mitte aus das irgendwann. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wie ihr das meintet. Das habe ich mal irgendwie, ich wusste das wirklich nicht. Das habe ich nur durch euch jetzt irgendwie gelernt, sag ich mal. Aber gelernt ist auch falsch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich mache das jetzt erstmal so, wie ich das sonst auch immer mache. Guck mal, schon haben wir nur eine endliche Wasserquelle. Das ist perfekt. Brauche ich nicht mehr wegrennen. Jetzt hoffe ich nur mal, dass hier nicht gleich ein Viech irgendwie reinspringt oder uns hier wegschießt, weil wir sind hier, das ist völlig gefährdet, ne? Das ist voll gefährlich gerade hier, was ich hier mache eigentlich. Nein! Junge! Falsch! Und, na, noch fällt es nicht auf. Wir müssen hier noch einen ranmachen. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch auf die andere Seite. Hier müssen wir auch wieder hin. Und einmal sagen, zack. Und, oh, das ist echt ein bisschen riskant gerade, ne? Das ist echt riskant. Das ist riskant, was ich mache. Das ist riskant. Das ist risky. Und, na okay, komm, wir müssen tatsächlich hier noch, um Gottes Willen, diese Strömung, die stört aber richtig. Zack und zack und da müssen wir jetzt hier noch einen ransetzen und natürlich, jetzt habe ich da wieder einen vergessen, oh Mann, oh, das ist echt mega klasse, ne, immer so. Dann hier noch und gleich müsste sich das eigentlich auffüllen, wenn wir jetzt hier noch wieder Wasser rausnehmen und sagen einmal zack. Und jetzt sollte sich eigentlich, ach so gut, hier fehlt noch was. Und schon haben wir mal die erste Schicht wieder fast, ja gut, haben wir wieder die erste Schicht, ich glaube ich gehe doch mal pennen. Ich will nicht, dass wir reingeschossen werden, das wäre sehr ungeil. Wobei, hier sind gerade keine Skelette. Versuchen wir es einfach mal. Ich fülle es jetzt einfach nochmal weiter auf, die nächste Schicht und zack und zack und zack und ja, und hattet ihr einen schönen Tag gehabt, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Was kann man eigentlich jetzt mal so für Themen, ich sag jedes Mal, was kann man mal so für Themen entsprechen? Oh, das habe ich falsch gemacht, oder? Oh Gott, nein. Warte, Moment, stopp. Oh, ich werd verrückt. Jetzt müssen wir natürlich noch sehen, dass wir hier irgendwie noch ein... Oh, wieso geht das denn jetzt nicht? Willst du mich veräppeln? Zack, jetzt aber komm. Jetzt hat er die Schicht hier, genau, jetzt hat er es aufgefüllt, perfekt. Jetzt kann ich auch von oben weitermachen, das ist doch super. Da freue ich mich ja richtig drüber. Und gleich sollte es eigentlich durch sein. Dann immer mal wieder gucken, ob hier irgendwie ein Skelett spawnt, weil das wäre sonst echt ungeil, wenn wir krepieren. Das würde ich ja wieder ganz toll finden. Nicht. So.
Keine Sorge, gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Keine Sorge. Es dauert nicht mehr lange und da bin ich jetzt ja echt mal gespannt, wie der Pool aussieht gleich. Wum, 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 wum. Oh nein. Scheiße. Nein! Oh, um Gottes Willen. Unser Feld, ne? Wenn das hier kaputt geht. Ah ja, ein Zombie ist schon mal da, aber solange hier kein Creeper oder Skelett oder sowas ist, ist doch alles in Ordnung noch. Hier fehlt auch noch was, oder was? Ja, tatsächlich. Lol. Hier fehlt auch noch irgendwie was. Wum. Hä? Hä? Bis mal. Hä? Hä? Leute, Mensch. Bin ich jetzt so, genau. Jetzt aber hier so, zack. Jetzt müssen wir auf die andere Seite rüber. Auf die andere Seite rüber. Zack. Und dann machen wir hier einmal zack. Und dann hier wieder zack. Und dann machen wir hier zack. Und hier wieder zack. Und dann können wir hier wieder Wasser rausnehmen. Oh, du bist jetzt, du bist tot, Zombie. Komm her. Und zack. Und zack. Jawohl, Experience sind zu uns gekommen, das ist schon mal super. Und jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie der Pool aussieht, wenn es denn jetzt gleich durch ist, wenn es gleich fertig ist. Um Gottes Willen, nein, Mann, boah, boah doch hier, Mann! Meine Güte, jetzt habe ich hier wieder einen falsch gemacht. Jetzt müssen wir hin, na, Alter, Junge, ist das dein Ernst? Hier müssen wir noch einen hinbauen. Und da müssen wir noch, hier fehlt auch noch einer. Zack, und da müssen wir noch, oh, Moment, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Gleich haben wir es und dann bin ich echt mal froh. So, natürlich, jetzt fehlt hier noch einer. Und jetzt sollte sich das fast füllen. Genau, hier fehlt noch einer wieder. Schwuppdiwupps, und jetzt müsste es eigentlich gut. Da, ah, ne, hat sich schon gefüllt. Perfekt. So, und damit hätten wir das schon mal soweit geschafft. Wir haben jetzt den Pool wieder aufgefüllt. Haben jetzt Redstone-Lampen drin. Und ich glaube, die sind echt, das sieht man viel besser. Ich glaube, die sind wirklich heller. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber ich glaube, das ist wirklich so. Wenn du die jetzt tauchst, ich glaube auch, dass sie da sogar auch ein bisschen heller sind. Ja, geil. Super. Haben wir jetzt Redstone-Lampen hier im Pool? Das ist doch schon mal nice. Genauso wie sich das viele gewünscht haben. Ja, nice. Perfekt. Cool. Gut, dann also nichts wie rein mit uns. Wobei, nichts wie rein mit uns. Erstmal die Seerose wieder hinbauen. Hä, was machst du da? Seerose erstmal wieder hinbauen. Dann gehen wir nochmal in Pennen und dann schauen wir mal. Weil ich möchte auch gerne hier noch ein bisschen mit den Lampen weiterbauen im Haus. Also gehen wir schnell pennen. Brandfernsehen. Gehen wir schnell pennen. War da gerade. Boah, ich dachte gerade, da steht ein Creeper. Wahrscheinlich im nächsten Video, du kannst nicht schlafen. Doch, wir können schlafen. Sind keine Monster in der Nähe. Cool. So, boah, ich schwitze schon wieder so. Das ist so ein heißer Tag heute, ey. Boah. So, jetzt aber komm. Genau, was ich jetzt machen wollte, genau. Ich zeige euch das mal. Wir könnten jetzt theoretisch, aber dafür brauchen wir Glowstone. Den Glowstone können wir eher bauen. Ich möchte jetzt hier auch eine Lampe, also richtig so Redstone-Lampen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich das noch verkabelt hatte. Wir können das doch theoretisch auch irgendwie hier anders verkabeln, oder nicht? Kann man nicht sagen? Ich überlege gerade mal was. Nee, es geht nicht so einfach, ne? Ich hätte gerne eigentlich diesen Schalter irgendwie schon auf dieser Reihe, dass man den hier irgendwie ransetzt. Aber das geht nicht, ne? Wenn wir den Schalter direkt hier in die Wand setzen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das oben aussieht. Komm, schon, geh hoch. Wir haben das nämlich jetzt hier. Da ist der Schalter. Reicht das nicht, wenn ich den Schalter einfach... Warte mal, wie habe ich das denn jetzt hier... Wenn ich jetzt irgendwie hier Redstone ein weiter noch da mache? Das muss doch, das müsste eigentlich gehen, oder? Ich probiere mal kurz was. Ich probiere mal kurz was. Na, wo ist denn die Axt? Wo ist denn die Axt? Wo ist denn die Axt da? Ich probiere jetzt mal was. Und zwar haben wir aber keinen Redstone mehr, ne? Doch, wir haben 51, yay! Wenn wir nämlich jetzt hier noch einen hinmachen, sollte es doch eigentlich möglich sein. Jetzt, das muss ich mal testen. Das muss ich mal testen, weil das ist irgendwie total schäbig so mit dem Schalter hier, finde ich. Wenn wir nämlich jetzt hier in den Schalter direkt so an so einem blöden Klotz haben, das sieht ja voll ätzend irgendwie auf Dauer aus, finde ich. Also, machen wir folgendes, den Holzblock weg. Machen jetzt hier oben, müsste jetzt ja eigentlich Redstone drauf sein. Jetzt könnten wir theoretisch hier oben den Holzblock hinbauen. Wenn das denn so klappt, wie ich mir das vorstelle. Na? Na? Wo ist er denn? Ach, da oben. Oh nein. Oh Mann. Oh, ey, wie das... Oh, schon wieder kein Platz, ey, im Inventar. Weißt du was? Ich baue es hier mal im Zaun hin. Brauchen wir es gerade eh nicht. Zack. Und zwar meine ich das nämlich so, machen wir hier einmal zu. Das muss funktionieren, wenn wir... Na, shit, das funktioniert so noch nicht. Aber jetzt gleich, jetzt gleich. Jetzt ist hier nämlich connected. Aber irgendwie kann das sein, dass es noch gar nicht reicht. Warte mal. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Redstone-Fackel, kann das sein? Ach nee. Ach Quatsch. Ich glaube, das aktiviert sich eh erst, wenn wir... Moment. Wenn wir jetzt den Hebel da wieder hinsetzen. Habe ich denn den Hebel wenigstens im Inventar? Jawohl. So, jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Wenn ich jetzt nämlich sage... Hier, so zack, Hebel hin.
Wumm. Und das geht. Es geht. Jetzt nochmal. Zack. Wieder aus. Und wieder an. Und es geht. Nur die eine Lampe, da reicht es nicht mehr für das Signal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Redstone-Fackeln. Aber wir brauchen auch noch Redstone-Lampen. Und das ist natürlich ganz klasse. Weil ich würde gerne jetzt mal anfangen, dass wir erstmal hier auch noch vernünftige Lampen hinbauen. Ich baue jetzt erstmal hier andere Blöcke hin, wo die Lampen hin... Oh nein, mein Elgato ist runtergefallen. Oh nein. Okay, nicht ganz runtergefallen. Die hängt hier doch... Oh Gott, hoffentlich geht jetzt kein Kabel hier raus. Ich nehme gerade auf. Das wäre es jetzt auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, machen wir Folgendes. Es fällt hier schon wieder runter. Willst du mich verarschen? Das ist hier so kacke mit den Kabeln, ey. Alles viel zu kurz. Ich flipp hier aus. Ich flipp hier aus. So, jetzt aber komm. Wumm, ich baue hier wirklich mal Erde hin, damit ich weiß, wo ich denn jetzt eigentlich genau die Redstone-Lampe hinbauen möchte. Einfach, damit ich das, wie gesagt, nochmal weiß. Und die kommt dann natürlich auch oben in die Decke rein. Keine Sorge, aber erstmal so als Markierung ist das ja gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Natürlich, 17 Glowstone-Staub, liegt jetzt hier noch ein bisschen Glowstone-Staub rum. Jetzt können wir ein paar Glowstones wieder craften und wir können uns auch ein paar Dinger wieder craften, wie heißt, ein paar Mahnlampen wieder craften. Wir können uns hier Glowstone, 4 Stück, 1, 2, 3, 4 machen wir mal. Und das heißt, wir können uns auch wieder 4 Lampen craften, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Oh, okay, doch, passt rein, super. Und dann würde ich mal so sagen, wir könnten theoretisch schon mal die Lampen hinbauen und verkabeln das gleich oben schon mal ein bisschen. Jetzt bin ich ja, ich bin echt mal gespannt, ne? Ich bin echt mal gespannt. Jetzt machen wir hier einmal so, zack. Moment. Und wumm. Jetzt natürlich noch die Frage, wie wollen wir das eigentlich machen? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wollen wir das so machen, dass wir einen Hauptlichtschalter haben, der beide Lichter an- und ausschaltet? Oder wollen wir für jede dieser Lampen einen Lichtschalter haben? Ich glaube, ich mal eine Umfrage rein, aber schreibt es bitte auch mal in die Kommentare, aber da möchte ich, dass ihr ein bisschen mitentscheidet, das möchte ich nicht selber entscheiden. Ich weiß selber nicht, ich persönlich würde das, glaube ich, so, also, einfacher ist es natürlich, wenn man sagt, jo, der eine Schalter macht hier alles, aber ich glaube, ich würde es irgendwie geiler finden, wenn man für jede Lampe einen Schalter hat. Das ist irgendwie entspannter, da kannst du auswählen, wo du Licht haben willst und wo nicht, ne? Ich glaube, das machen wir so, aber ich warte mal ab, was ihr so schreibt. Natürlich sind gleich unsere... Ah, nein. Unsere Lampen wieder leer hier. Das heißt, wir müssen wieder Glowstone fahren. Das ist natürlich ganz toll. Da freue ich mich ja richtig drüber. So, aber wir können das schon mal ein bisschen verkabeln. Das ist schon mal die Hauptsache. Das war schon mal perfekt. Also gehen wir nochmal hoch, nach oben. Aber guck mal, so ist das doch viel geiler, wenn du an der Wand einen Schalter hast. Das ist zwar jetzt irgendwie weit oben, aber ich meine, und der andere war auch weit oben. Und das ist jetzt auch nicht First World Problems. Aber das hier ist mit der Leiter auch noch nicht so ganz geil. Da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen. Wie wird das hier am besten lösen? Oh, Junge, das ist ein Zaun. Ich dachte gerade, hier steht ein Creeper. Ich habe nicht richtig geguckt und ich sehe nur so, oh Gott, was ist das denn? Wie wäre es, wenn wir hier Redstone-Fackeln hinstellen? Dann müsste das doch hier eigentlich reichen, ne? Vom Signal her. Oder? Oder? Müsste eigentlich reichen dann. Müsste eigentlich dann reichen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wir haben hier auch 1, 2, 3. Ich habe das hier drumrum gebaut, ne? Ich habe hier immer drumrum gebaut. Dann mache ich das hier wieder... 1, 2, 3. Genau, das passt. Dann mache ich das hier wieder genauso. Baue ich hier auch wieder drumrum. Sollte eigentlich dann soweit klappen. Zack, zack. Dann hätten wir das so. Ne, Moment, stopp, stopp, stopp. Mist. Ich muss hier noch eine Reihe. Ah, genau. Hätte ich fast vergessen. Hier wieder wegbauen, den Glows. Ah, wobei, Quatsch. Hier kann er bleiben. Zack. Hier kommen dann wieder Lampen hin. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich glaube, da mache ich echt auch einen extra Schalter für. Aber der Schalter, der könnte schon, der kann natürlich auch schon damit sein. Würde ich mal so sagen. Dann bauen wir hier. Wie habe ich das hier nochmal genau gemacht? Ah, genau so. Ah, genau so. Ich baue mal hier. Zack, warte mal. Ich muss mal anders. Kann ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen einfacher noch, wenn wir das so machen. Zack, 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 zack. Zack. Und. Zack, zack, zack und zack. Na gut, so würde es anknüpfen, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, dann hätten wir den Hauptschalter, einen Hauptschalter, aber ich glaube, das ist so ein bisschen entspannter, ne, wenn wir sagen, zack, und dann machen wir hier auch wieder das gleiche. Sagen, hier, guck mal, gleich ist das Redstone leer. Jetzt machen wir hier auch, zack, einmal hier den auch noch wegbauen und sagen dann einfach, juhu, das hätten wir jetzt auch schon mal. Das heißt, der wäre jetzt genau, wobei das wäre, glaube ich, ein bisschen geiler, wenn du den direkt daneben, ah, daneben ist auch übrigens Quatsch, ich müsste den Wenn dann hier irgendwie hinbauen. Ah nein, Mist. Okay, habe ich... Oh nein, da müsste ich das hier irgendwie drumherum bauen, weil jetzt haben wir hier schon... Moment. Ah, ich hab's gleich, Moment. Ich hab's gleich. Keine Sorge, keine Sorge. Ich überlege mir gerade was. Und zwar, jetzt brauchen wir nochmal eben wieder Holz hier, müssen das wieder dicht bauen, weil das ist nämlich Quatsch, was ich mache. Also, wir bauen jetzt erstmal, machen wir Folgendes. Erstmal bauen wir hier ein bisschen das ich weiß nicht, ist ja immer Glowstone, das Redstone um. Und zwar... Ach, na klar, es leuchtet, weil wir den Hebel da haben. Und zwar mache ich das jetzt mal im folgendermaßen. Ich mache jetzt im Zack und baue das. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Weil ich möchte ja hier gerne. Ich möchte den möchte ich gerne wirklich einmal so zack machen, ne? Dass wir hier einmal so wumm. Aber dann knüpft das hier wieder an. Das ist auch scheiße. Das heißt, wir müssen den wirklich ein. Wir müssen den hier irgendwie bauen. Sonst ist das nämlich Mist, wenn wir jetzt hier. Warte, komm, zack.
Das heißt, wir machen das so. Nein, nein, nicht ganz so. Mann, wir machen das einfach so. Zack. Dann hätten wir hier wieder einen. Hier könnten wir einfach einen Block reinsetzen. Das ist ja gar kein Problem. Bumm. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie das hier vernünftig. Ach du Oh Gott, was ist das hier im Ruckeln? Wir können natürlich jetzt einmal drum rum bauen. Dafür müsste ich aber ordentlich Redstone mal eben kurz aus dem Lager holen. Das mache ich nochmal eben. Das möchte ich mal eben testen, bevor ich die Aufnahme beende. Das möchte ich nochmal kurz testen. Warum geht das denn jetzt so? Hör auf zu ruckeln. Minecraft, hör auf zu ruckeln. Das muss ich nochmal kurz testen. Ja, ich bin kein Redstone-Profi. Das ist so. Das seht ihr wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Ich weiß. Aber ich gebe mein Bestes, was ich so drauf habe, sage ich mal so. Und an die Redstone-Kiste. Und jetzt holen wir mal eben eine ganze Ladung da raus. Hier, zack. Natürlich, es reicht gar nicht. Wir haben gar nicht so viel Platz. Also nochmal über die Krimskrams-Kiste eben schmeißen. Wobei 64 sollten eigentlich reichen, aber ich glaube, komm, Gemälde packe ich rein. Ich hole einfach noch ein bisschen was raus. Zack. Eins. So, komm, das muss eigentlich reichen. Ich fange mal mit den 34 an. Na, wo sind sie da? Zack. So, und jetzt aber komm. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Gespannt mit SCH. Was? Der Bogen ist gespannt. Gespannt mit SCH. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Beleuchtung vom Pool tagsüber aus? Na gut, nicht besonders, aber ich meine, nachts sieht es geil aus. Also mit Tageslichtsensor wäre natürlich noch viel geiler, aber ich meine, so vom Aussehen her stört mich das nun überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn die Lampen jetzt tagsüber an sind, ob ihr das blöd findet oder eher nicht, oder was weiß ich, ob euch das egal ist, keine Ahnung. So, was ich nämlich jetzt hier vorhabe, das ist natürlich, boah, das ist gerade irgendwie ein bisschen umständlich, glaube ich. Aber ich meine, ich muss hier, nein, stopp, 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 ich muss hier irgendwie ein bisschen rumkommen. Moment. Aber wir brauchen wirklich viele Redstone-Fackeln, weil sonst wird das nämlich so nichts. Ah, shit. Repeater wären, glaube ich, geiler. Repeater wären geiler. So, das hat geklappt. Das hat geklappt. Aber das Signal reicht natürlich jetzt nun wirklich überhaupt nicht, weil, guck mal, hier ist keine Lampe angegangen. Das heißt, wir müssen Repeater zwischenstellen, auf jeden Fall. Und das gleiche haben wir jetzt ja hier auch, das Problem so ein bisschen. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall ein paar Repeater da noch ein. Jetzt ist nur die Frage, wie bauen wir die denn? Ey, wie craftet man die jetzt eigentlich nochmal? Wo geht das hier oben denn nochmal? Mensch, hör mal auf zu ruckeln. Erstmal müssen wir ganz kurz gucken, wie baut man Repeater, damit das Signal verstärkt wird. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Was ist das denn hier? Ah, ein Braustand, den könnte ich eigentlich auch mal craften. Aber ich meine, jetzt sind wir gerade hier noch. Ein Repeater, ein Repeater, ein Repeater. Nee, wo ist denn jetzt? Bin ich bescheuert? Warum sehe ich das denn immer nicht? Ich sehe das dann wahrscheinlich noch, wenn ich das Video schneide wieder. Hä? Da. Repeater. Wir brauchen Steine, brauchen wir dafür. Und Redstone-Fackeln und nee. Okay, das heißt, wir craften einen kurz ein paar Redstone-Fackeln auf jeden Fall. Und dann brauchen wir Cleanstones. Also machen wir zack. 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 Ach, uns fehlen Sticks, genau. Ah, okay. Ja, gut, drei Fackeln. Ja, für zwei. Ja, wir brauchen noch eine vierte Fackel. Kann ich noch, kann ich noch, kann ich noch, kann ich noch, kann ich noch? Jetzt habe ich nicht genug Holz, oder was? Ah, du bist doch echt die Ein. Leute, ich mache erstmal einen Cut, würde ich mal sagen, das wird die Folge zu lang. Wir sind bei 18 Minuten schon wieder. In der nächsten Folge geht es weiter mit den Redstone-Arbeiten. Wir wollen ja ein bisschen auch die Lampen. Klar, wir müssen das Haus auch noch einrichten und hast du nicht gesehen, so. Aber ich habe ehrlich gesagt im Moment noch ein bisschen mehr Bock hier. Erstmal so, das gehört ja auch zur Einrichtung dazu, dass wir die Lampen hier vernünftig bauen, dass wir ja vernünftig Licht drin haben, dass wir an- und ausschalten können. Das Schlafzimmer ist halt so der Anfangsraum, dass wir nicht immer hier überall alles mit Fackeln vollstellen. Das ist ja voll ätzend und das ist ja nur nicht in der Wohnung. Ihr stellt ja auch nicht zu Hause über Fackeln auf in der Wohnung. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und jo, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Habt noch einen schönen Tag und ciao.